Ja, servus. Danke für euren Besuch in meinem Laden. Achso, ist ja eine Frau, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Ich kann nur eine Frauenstimme. Ja, macht nix. Am besten gebe ich euch eine kurze Einführung in das, was wir hier machen. Okay. Und jetzt guck mal. Ja, danke. Nee, lieber nicht. Erkennst du die Anspielung noch? Nee. Oh, was war das denn? Ace Attorney? Ja, danke. Hat das da jemand gesehen? Wir ständig. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, es war der letzte Fall gegen diesen Gans. Kann sein. Das ist lange her. Weißt du noch, wie da einer der Charaktere hieß, über die geredet wurde? Joe Dark. Ach so! Den irgendwann mal jemand von uns versehentlich als Joe Dark gegeben hat. Jetzt bin ich wieder dabei! Oh nein! Meine Ohrstöpsel! Warte mal. Was ist er denn? Ich kann den Tisch auch verschieben. Nee, ich. Warte mal, dann verschiebst du auch die Kamera, das geht nicht. Nein, doch, schieb mal. Siehe Wohnung. Wo ist der denn hin? Hast du? Okay. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts Kompromittierendes gesehen von dieser Wohnung. Die wunderschöne Sammlung mit dem Herzlosen da drüben. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, könnte sein. Schreibt's uns in die Kommentare und hinterlasst ein Like. Ja. Hier im Shop könnt ihr verschiedene Arten von Items kaufen. Manche von denen vibrieren sogar. Oh nein. Die Preise variieren, aber an charismatische Leute verkaufe ich meine Items immer günstiger. Alles verstanden? Perfekt. Viel Spaß. Einkaufen. Geh mal bitte runter auf Verkauf. Siehst du was? Oh. So, so meinst du das? Das da auf dem Ding stand einfach nur Sell drauf. Und ich habe Verkauf irgendwie da gar nicht raufbekommen. Und musste also, du hast links auf das Symbol drauf gemalt. Ja, ich habe das auf das Symbol drauf gemalt. Ist nicht ideal. Vielleicht kriege ich das noch geändert. Man sieht es aber in der Schattierung. So wäre es mir gar nicht aufgefallen. Ja. Aber das Kauf ist, oder so ja, mit dem R. Stimmt, das ist. Na, wenn du jetzt drauf bist, aber wenn du auf das Kauf drauf gehst, müsste es auch diese. Ja, dann kriegt es auch das. Ja, ja. Hellblau. Aber beim Verkauf nur ab Rekauf. Ja. VE nicht. Ja, genau. Ja, das ist halt. Zinnobergnade. Aha. Regeneriert KP, wenn auf Magma gestanden wird. Ich habe tatsächlich, also für diese Gnaden, davon gibt es mehrere. Achso, bist du jetzt auf Verkauf? Nee. Achso, okay. Kauf bin ich. Gut. Also davon gibt es mehrere und ich habe die alle nach Orten in der ersten Generation benannt, obwohl das im Original gar nicht so drin war. Ach so, aber es passt. Ja. Aber wieso Gnade? Wieso heißt die Gnade? Grace. Okay. Das ach so, ja, okay, das ist irgendwie was Gängiges. Da hätte ich es jetzt nicht hinterfragt. Cinnamon Grace. Ja. Zimtgnade. Zimtgnade, ja. Die Zimtgnade, sehr schön. Läuft da irgendwas? Ich war noch nie der Item-Typin zu spielen. Nee, also ich habe das auch bisher ohne geschafft. So hart ist der Schwierigkeitsgrad nicht. Trotzdem hat es mich gewundert, dass dir dein Pummeluff flöten geht. Nein, nee, das wurde ja auch von einem Stein getroffen. Ja. Oh, hier. Oh, fast vergessen. Verteilt eure Items neu, indem ihr eine Festung auswählt und dann auf Ausrüstung drückt. Hey, danke für den Besuch. Kommt gerne wieder. Aber immer doch, Emmy. Was ist das? Das ist ein Ponigiri-Laden. Da können wir auch gleich mal. Gekauft wurde nichts, ne? Nee. Achso, na dann. Da könnten wir immer noch in die Höhle rein, wenn jetzt nichts gekauft wurde. Weil. Das verbraucht nur einen Zug, wenn was gekauft wurde. Aber wieso kann ich in den Ponigiri-Laden nur sie reinschicken? Weil das Evoli schon auf Maximum ist. Ah, verstehe. Ah, das ist dann dieses. Ah. Aber dadurch verbrauchst du einen Zug. Hier muss ich noch auf Ladenbesitzerin oder Ponigiri-Tante. Hallihallo, an der Hölle.
Wart ihr schon mal hier? Meine Ponygiris haben den extra Blub. Oh, ich werde dieses Let's Play durchschauen müssen und alle Änderungen, die da gesagt werden, muss ich dann ins Spiel einbauen. Das wird länger dauern als die Übersetzung selbst. Ich fürchte. Ja. Ja, danke. Ja, warum nicht? Im Ponygiri-Laden könnt ihr leckere Reisbällchen zur Verfütterung an eure Pokémon senden. Das sogenannte Ponygiri-Chaos. Die Pokémon sind so genannt. Vielleicht sollte ich den Satz ein bisschen vom Aufbau her ändern. Die Pokémon sind sogenannte Ponygiri. Ja, doch. Also ich würde sagen, leckere Reisbällchen, sogenannte Ponygiri, zur Verfütterung an eure Pokémon kaufen. Das funktioniert dann. Sie füllen ihre Energie wieder auf. Was genau? Energie? Svensson fragt ihr? Nun ja, man könnte ja von der Leistungsbereitschaft des Pokémon reden. Je mehr Energie ergibt, mehr Leistung im Kampf. Jedes eurer Pokémon hat sein eigenes Energie. Level. Du hast es so ausgesprochen, wie es ursprünglich da drin stand. Ich habe das Level noch extra gelb gemacht in der Übersetzung. Ich habe das gespürt. Ja. Und dieses bleibt euch für ein paar Monate. Und dieses bleibt für ein paar Monate gleich, ehe es sich ändert. Mit anderen Worten, alle paar Monate werden manche eurer Pokémon nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Deshalb solltet ihr eure Pokémon kurz vor großen Kämpfen ein paar Ponygiri gönnen. Hey, warum probiert ihr direkt nicht direkt eins? Welches gefällt dir am besten, Pummeluff? Also, was darf's sein? Null kostet sogar. Der Link zwischen Krieger und Partner-Pokémon wurde verstärkt. Was das jetzt bedeutet, weiß ich trotzdem nicht. Energie ist mehr Stärke quasi. So, und jetzt kommst du aber in die Höhle in diesem Monat noch nicht rein. Oder ich glaube zumindest, wenn du da jetzt auf Bestätigen gehst, wird das Spiel dir sagen, du musst alle reinschicken. Genau. Das ist das Problem an der Sache gewesen. So, na dann erstmal. Ja, musst du jetzt an Monats... Aha, warte mal, geh mal noch ins Menü. Wir haben nämlich die Möglichkeit unter Einstellungen... Ich bin da drauf reingefallen, ja. Wegen PlayStation-Controller, weiß nicht wieso. So, du kannst Textgeschwindigkeit zum Beispiel ändern, wobei das geht, glaube ich, auf normal... Obwohl, für Sachen, die... Ich werde auf Mono stellen, wenn ich höre. Nein. Was haben wir noch? Manuelle Text, also. Ja, Kampfquadrat. Können wir bitte jemand erklären, was ein Kampfquadrat ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das ein- und ausgestellt und ich habe keinen Unterschied gesehen. Ja, so. Aber ich weiß auch nicht, was es sein könnte. Ja. Ich finde den Text sehr akkurat. Ja. Animationsgeschwindigkeit, Kamera. Ja, also ich würde beides auf kurz stellen, tatsächlich. Dadurch gehen die Kämpfe schneller. Und dementsprechend, also dann sparen wir ein bisschen Zeit bei dem Ganzen. Das ist geil. Das sind Pokémon und Krieger. Hat Radlos-Spiel gibt's auch. Radlos-Spiel gibt's auch. Cool. Also du kannst, einen anderen DNS-Server auswählst in den Wi-Fi-Einstellungen deines Gerätes, auf dem du das spielst. Ja, genau. Jedenfalls, es gibt seitdem, dass Nintendo WFC abgeschalten wurde, gibt es quasi so einen Ersatzservice, auf den umgeleitet werden kann. Und dort können Leute das Spiel immer noch im Multiplayer miteinander spielen. Cool. Zumindest meine ich das. Ich meine, das wäre jetzt nicht bloß über... Also, ja doch, über WFC, also über diesen Ersatz müsste es eigentlich auch übers Internet gehen, solange beide Geräte das so eingestellt haben auf denselben Service, dann... Und ich glaube auch mittlerweile so gewisse Emulatoren können das emulieren. Evolieren. Da ist überall... Also da ist gerade niemand in dem Königreich. Wir brauchen erst mehr Krieger, damit wir die dorthin schicken können. Dann würde ich
den Monat wechseln, oder? Ach so, warte mal, du bist jetzt im April. Können wir nochmal in Ignis reingucken? Ach so, nee, ist schon wirklich. Also, ja, wir müssen in den Mai. Alles neu macht der Moi. Das mit dem März ist mir ja überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass da ja ein ist, das so gar nicht angezeigt wird im Spiel. Ah, ich muss also eine Datei nochmal neu ändern. Ja, das schreibe ich erstmal bloß in bekannte Fehler und das wird dann zum nächsten Release behoben. Ja. Oder du legst eine Nachtschicht ein. Ich will keine Nachtschicht. Darüber habe ich vorhin schon mit Mara geredet. Ja, beide musst du mitnehmen. Musst du eh, sonst sagt das Spiel nö. Auf geht's! Das kommt jetzt immer, wenn du an so einen Ort gehst mit dem... Wobei, du kannst ja dann auch andere Krieger haben und irgendwo hinschicken. Mhm. Aber Pummeluff, da hinten ist niemand! Ein Dummeluff. Laut Vanaxi, es scheint, als gäbe es hier tatsächlich Krieger. Du, ich? Mach du. Okay. Ihr wollt, dass ich mich euch anschließe, nicht wahr? Wenn das so ist, zeigt mir doch erstmal, was ihr drauf habt. Takatora mit seinem Traktor. Takatora. Ach stimmt, das ist ja gar nicht Rikyu. Verdammt. Das heißt, das kann einer von ein paar sein. Oh. Ist das jetzt schlecht? Ich hatte dann eigentlich ursprünglich... Ich hatte ursprünglich vor, einen dieser Krieger, die dort auftauchen, nach dir zu benennen. Damit du dich wunderst, warum heißt er denn Mark? Das ist ja das Schöne. Ich kann die Krieger, die Random-Krieger und eigentlich auch die anderen, aber bei den Hauptkriegern lasse ich das, weil sonst muss ich auch im Storytext sehr viel ändern. Mhm. Und dieser Kotaro oder was das da war, der kommt auch im Storytext vor. Da muss ich dann die Stelle mit ändern, wenn ich dessen Namen ändere. Auf jeden Fall, ich mache sowas für so eine Aktion für Unterstützer, weil das ist echt eine Menge Arbeit gewesen. Deswegen, falls jemand so gütig wäre, mir das so ein bisschen zu vergelten, indem er mir einen Dreiviertel Döner spendiert. Vergelt's Gott. Ja, also ich habe gesagt, wer für das Projekt 5 Euro oder mehr spendet, der kriegt quasi das Recht, einen dieser Random-Krieger umzubenennen. Coole Idee. Du bekommst es kostenlos. Das ist Wir können nachher noch mal gucken, welchen du denn gerne haben möchtest. noch ist der Trailer, jetzt wo wir aufnehmen, ist der Trailer noch nicht hochgeladen, von daher... Du hast noch alle zur Auswahl, außer einen. Ich hab auch schon Mara einen Charakter versprochen. Aber ich glaube, du wirst diese Person auch nicht nehmen. Okay. Ich guck mal, wer am ehesten nach Edgeworth aussieht. Und den nehmen wir dann einfach. Den nehmen wir und den benennen wir dann nach dir. Du bist ja so quasi so Ehrenmitglied. Ehrenmitglied. Das ehrt mich. Deswegen bin ich's ja. Also Ehrenmitglied. Hei. So ein bisschen laggt's tatsächlich die Steuerung. Ach, Quatsch. Aber ich glaube, das liegt wirklich sogar mit am Spiel. Kann auch sein. Zügig und sorgfältig. Oh, macht das einen Unterschied, wenn es von hinten angreift? Es kann gar nicht mal, weil es nur eine Attacke hat, die zwei Felder weit reicht. Und es konnte gar nicht so weit... Obwohl, es hätte, glaube ich, neben dich laufen können hier. Ja, einfach hier hin. Ja. Das ist jetzt die Frage, möchtest du das Geschenk mitnehmen und darauf verzichten, da anzugreifen? Du hast noch genug Züge übrig. Ja, also offensichtlich sitzt er ja nicht ohne Grund in dieser Höhle, wenn er zu dumm ist, mich anzugreifen. Ja. Ich nehme das Geschenk mit. Trank! Na? Ja. So. Also in der nächsten Runde müsste das eigentlich klappen und das müsste die dritte sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, und wenn du ihn innerhalb von 4 Runden besiegst, kriegst du auch den Krieger dazu. Ah. Ich weiß gar nicht, ob das gesagt wurde gerade. Naja, dann oder? Wird's gleich also, noch. Dann habe ich jetzt gespoilert. Piu. Oh nein! Es hat mehr Angriff. Und 1 KP. Es hat quasi mit hier, wie hieß diese Pokémon-Fähigkeit?
Ausdauer? Ausdauer als Pokémon-Fähigkeit, genau. Sturdy ist es im Englischen. Es gibt's hier auch tatsächlich. So erschreckend, dass man sowas nicht weiß. Ja. Das muss früher ist das wie aus der Pistole geschossen gekommen. Ich komme nicht drauf. Ich komme auch nicht drauf. Also ich denke gerade an die ganzen Pokémon, die das einsetzen. Kiesling. Ja, oder halt ein Kleinstein. Ja, so. Genau. Verdammt, ich muss das. Ich will das jetzt wissen, ja, sonst kann ich nicht schlafen heute Nacht. Sturdy Pokémon. Wie hieß es denn? Robustheit! Hätte man drauf kommen können. Nur wir nicht. Nee, nur wir nicht. Gedanklich war ich noch beim Einigler. Den gäbe es ja auch noch. Wo ich immer dachte, was ist denn ein Einigler? Weil man sich dann einig ist oder irgendwie. Einigler, ja. Also ganz im Ernst, das ist auch kein Witz. Ich dachte wirklich, was ist denn ein Einigler? Wie ist das denn gemeint? Ich kann nicht einmal ansatzweise mit eurer Exzellenz mithalten. Ich ergebe mich. Und bin damit euer ergebenster Dieter. Ja, sozusagen gerade, ja. Vielen Dank für einen Trank. Haha, finde ich gut. Ja, wähle Krieger zum Rekrutieren. Also es können auch mehrere da sein, deswegen steht da... Nehme ich mal mit. Nummern ist gut. Ja. Habt meinen Dank, ich werde euch treu dienen. Nicht so wie Emmy damals. Die hat nur gedient. Und untreu war sie auch. Um freie Krieger zu rekrutieren, besiege sie in 4 Runden. Besiege sie mit einer sehr effektiven Attacke oder besiege sie, ohne dass auch nur einer deiner Verbündeten Schaden nimmt. Ich habe gerade überlegt, ob ich gerade alles 3 geschafft habe, aber nee. Eigentlich nur 1. Ja. Es gibt jedoch auch freie Krieger, die sich, das klingt so wie freie Mitarbeiter, die sich nur durch das Erfüllen spezieller Bedingungen rekrutieren. Ich finde, das ist sehr, sehr schwammig formuliert dafür, dass es einfach nur heißt, solche, die auch Kriegsoberhäupter sind, also die ersten 37 aus dem Kriegerdex, nenne ich es mal, musst du auch mit einem anderen Kriegsoberhauptcharakter besiegen. Also mit einem, der Kriegsoberhaupt sein kann. Nicht mit jemandem dahergelaufen. Ne? Nicht mit einem random Charakter, ja. Unsere Armee wird allmählich größer. Ich sehe rosige Zeiten auf uns zukommen, Lord Phanaxi. Ich sehe Rosa auf uns zukommen, Lord Phanaxi. Luff! Stolz wie Bolle, ha? Wie so eine Wolle da oben. Ja! Stolz wie meine Tolle. Das ist der andere. Oh, du schon wieder. Nerviges kleines Balk. Ruht euch besser nicht auf euren Lorbeeren aus, nachdem ihr Ignis erobert habt. Ignis erobert habt. Denn Aurora ist noch von anderen Königreichen umgeben.